da liegt ein Sandra. Oh, hab ich den nicht getroffen. Später nicht getroffen. Nein, nein, nein. Ah, Fury, ich hasse es. Mann, die Black Fury. Die Black Beauty. Hm? Black Beauty, Fury und so. Hm? Ihr wisst, was ich meine. Black Beauty ist ein Pferd. Ist cool. Ist ein cooles Pferd. Das ist ein Hengst. Ein Hengst. Ah, nee, warte mal. Das war was anderes. Brrr. Ja. So war das. Da ist ein brennender Panzer. Oben ist eine schwere Einheit. Ich will überleben. Ich überlebe nicht. Ursa hat mich gekillt. Oh, das ist gut. Das ist gut. Verbündete Tote. Tote durch Verbündete sind immer gute Tote. Warum kann ich mich nicht mal gegen die Terraner kloppen da oben? Das ist kein Spawn, Mann. Können wir mal hier hören. Erst nach oben und dann nach unten. Lalalalala. Eigentlich muss ich sagen, finde ich die Waffe irgendwie ganz cool im Moment. Aber wie gesagt, mit einem Visier ist doch, denke ich, wäre es ein Ticken besser und dann noch am besten ein, vielleicht ein Griff oder sowas. Ein Schalldämpfer würde ich jetzt nicht unbedingt drauf machen. Aber ein Griff, na, das wäre schon, oder ich weiß nicht, vielleicht ein Rückstoßdämpfer oder sowas. Na, obwohl, Rückstoßdämpfer braucht man nicht. Oh, der, das ist gut, also das ist gut, was der da gerade macht. Genau, dahin, da musst du hin und dann kannst du deployen. Fahr doch da hoch, Alter. Da kommst du nicht hoch. Ey. Getroffen, Mann. Komm schon. Nein. Nein. Was? Oh Mann! Scheiße. Was gibt's denn da für Aufsätze bei dem Ding? Ich kann Aufsatz schon kaufen, oder was? Kann ich schon Aufsatz kaufen? Cool. Cool, ich kann nur für die halbe Stunde schon Aufsatz kaufen. Marisch. Ja. Nein, 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 nein. Doch, er hat's getan. Obwohl ich es ihm verboten habe. Ich muss sagen, das neue Feuer, das sieht doch schon besser aus wie früher. Früher, das sah wirklich richtig künstlich aus, aber das jetzige, das sieht schon, finde ich, einen Ticken besser aus. Ah, Kille siehst. Hüpf, falsche Taste. So, und den können wir mal dahinter schießen. Dann werde ich schon wieder abgesniped. Der ist auf. Der ist direkt hier unten. Da ist er. Da habe ich ihn gesehen. Da schwert er rumher. Nee, da ist er. Ich wurde schon wieder auf Steam angeschossen. Angeschossen, genau. Ich wurde auf Steam angeschossen. Angeschrieben. Ich weiß aber nicht, wer dies tut. Da ich immer noch in meiner Aufnahme bin. Werde ich noch ein bisschen sein. Hatte ich zumindest noch vor ein bisschen. Sagen wir so. Gehen wir mal auf A hoch. Obwohl, ne, no. Obwohl, doch. Komm, wir gehen mal auf A hoch. Was haben wir hier sonst noch so Schönes? Nein. Können wir vielleicht. Dafür ist die Waffe jetzt, denke ich mal, nicht so geeignet. Für die Reichweite, also mit dem Visier. Sagen wir, laut Statistik soll die Waffe den meisten Damage machen auf Reichweite, ne? Also bei denen hier auf dem Sniper. Ist eigentlich gerade jemand gelaufen?
Oder habe ich jetzt hier schon Halluzinationen, ey? Okay, da schießt er wohl mit dem Autosniper auf mich. Der hat auch auf mich geschossen. Da war ich aber schneller. Aufpassen hier. Scheiße, da wollte ich den eigentlich noch in der Luft treffen. Das kommt immer ganz cool. Morgen schießen und so, ne? Komm her, du Drecksmex, ey. Oh, nein, nein! Scheiße! Hat er mich voll getroffen? Ach, eine Haftgranate. Medic! Medic! Ich brauche ein Medic! Wer ist da gerade runtergefallen? War das eine leichte Einheit oder sowas? Die, der hier wieder irgendwelche böse Sachen mit unserem Sanderer anstellen will. Oh, die mich im Mäckchenheiten. Verzwiebel dich, Mann. Ah, da oben. Da schießt mir sicher, hat mir das Strike hier hin. Ah, da kam schon eine Rakete, aber die kam nicht hierher. Scheiße, scheißen Trick. Oh ja, den habe ich gekotzt. Na, sonst noch jemand hier? Sonst noch jemand? Als kleinen Tipp, falls ihr wundert, was ich hier mache, warum ich meine Waffe nicht nachlade, also nicht kein neues Magazin reinhau, wenn man die Waffe wechselt, wenn man die Waffe wechselt und dann hier neu ausrüstet, dann finde ich, ist man einfach schneller, weil man dann nicht komplett neu nachladen muss und dann das Magazin neu reinhauen muss. Deswegen finde ich, das ist das immer ein bisschen schneller. Und wenn ich direkt schon hier stehe, warum nicht, kann ich auch gleich mein Schild neu aufbauen. Also von daher würde ich sagen, warum nicht, bam. Aber man muss immer die Waffe wechseln, weil wenn ihr, während ihr nachladet, zum Terminal geht und euch neu ausrüstet, ladet ihr auch im Nachhinein noch nach. Sogar dann noch länger. Also es gibt dann, ist dann das genaue Gegenteil von dem, was ihr eigentlich erreichen wolltet. Nur so als kleine Info. Und ich habe auch versucht, das Spiel ein bisschen hübscher zu machen, im Sinne von einem Treibers einzustellen, nur irgendwie, warum auch immer, wurde mir der Zugriff verweigert. Ich weiß nicht warum, also ich konnte nicht im Treiber die Einstellungen verändern vom Nvidia Systemsteuerung. Wollte ich eigentlich hier Kantenklettung und alles anschalten. Nur... Wow. Das wurde mir leider Gottes verboten. Zugriff verweigert. Warum auch immer, verstehe ich gar nicht. Hab der normale Klient hier, hab der Klient reingehauen und dann wollte ich, aber ich konnte gar nichts ändern, auch nicht eine einzige Ding. Und ich wollte das nur für Planetzeit ändern und nicht für komplett meine Spiele, weil, ich habe zwar jetzt keine alte Grafikkarte, aber da ich ja auch nicht nur Full HD spiele, sondern, wenn ich eben nicht aufnehme, spiele ich ja auch mit WQHD, also 1440p. Und da brauche ich dann doch mehr Grafikleistung. Und wenn ich dann im allgemeinen Einstellungsänder die höchsten Einstellungen mache, dann kann ich dann das ein oder andere Spiel nicht spielen. Deswegen muss ich das so machen. Müsste ich das bei jedem Spiel manuell machen, bei dem es dann halt geht. Das geht dann halt bei jedem Spiel, was ich dann aufnehme. Weil für Full HD ist meine Grafikkarte eigentlich stark genug, nur halt für höhere Auflösungen dann nicht. Deswegen ist es immer ein bisschen problematisch. Na komm her.
Ich muss sagen, die Waffe, die lädt auch relativ. Die lädt auch relativ schnell nach, finde ich. Das finde ich auch sehr positiv. Man schießt eine Hatze, kann man eigentlich direkt schon den nächsten Schuss machen. Und je nachdem, wo man hinschießt und was für Rüstung der, also wie viel Rüstung der gegnerische, also die Einheit hat, die gegnerische, die man anschießt, ist man außer Gegner noch mal One-Hit ohne weiteres. Wenn man jetzt zum Beispiel keine nanoverflochtene Rüstung anzieht, dann kann es sein, dass der Gegner ohne weiteres mal schnell ein One-Hit ist. Das finde ich persönlich doch recht schön. Müsste ich vielleicht auch mal auf Terraner spielen, mal wieder das Scout-Gewehr, mal ein Scout-Gewehr einpacken. Na, Jemini. Was will das mir aber hier geben, der Homo, ey? Jetzt wurde ich von rechts abgeschossen. Ah, schon wieder von der Railcheck, von dem Typen. Oder ist das der gleiche Typ? Auf jeden Fall von der Railcheck wieder. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Typ ist. Auf jeden Fall schießt er mich von rechts ab. Das heißt, der müsste irgendwo. Der ist wahrscheinlich irgendwo da im Gebirge oder so. Nur er wird sich mir wahrscheinlich nicht freiwillig zeigen. Aber ich hätte ja vielleicht. Ich hätte ja gesagt, dass vielleicht. Dass irgendwie das auf der Karte angezeigt wird, aber wird er wohl nicht. Ich glaube nicht, dass es hier so gut ist, wenn ich hier bin. Nein, das ist gar nicht gut, wenn ich hier bin. Ne, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Dann gehen wir doch wieder zu unserem Sandraw und verteidigen dort ein bisschen den Sandraw. Haha. Ja, wir defenden den Sandraw. Vielleicht nicht unbedingt gegen so hässliche Max-Einheiten, aber gegen sowas ist dann schon. Das ist dann doch schon besser. Na komm her. Komm her. Komm, zeig dich mir. Komm, zeig dich. Das Gesicht. Ja. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Okay, Gebiet. Ciao. Da los, warum? Warum waren gerade. Warum ist mein Chat unterhalb vom Bild gewesen? Verstehe ich nicht. Komisch, vorhin war der doch nicht so, glaube ich. Meine ich. Hätte ich ihn gedacht. Naja, naja. Oh, da habe ich Verbindung abgeschossen. Könnte ich hauptberuflich mal Verbündete abschießen? Oh ja, oh ja, 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 gib ihm. Gib ihm, vollautomatisch. Bam, 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 bam. Na, klar. Warum auch nicht? Ich werde gesehen, ich sehe niemand. Ja, so muss das sein. Oh, 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 Granate. Ja, den hätte ich aber auch gekillt, ne? Das muss ich auch gut finden bei der Waffe. Wenn man aus der Hüfte schießt, jetzt zum Beispiel hier, da hat man ein relativ kleines Fahnenkreuz, finde ich. Ich meine, beim richtigen Sniper wäre das größer. Meine ich. Weil bin mir jetzt dann natürlich nicht ganz sicher, aber ich meine, es ist so. Mir juckt das Auge. Moment. Kurz. Jucken und dann geht's weiter. Ist doch gerade jemand unsichtbar runtergelaufen. Wohl nicht. Gelaufen wohl nicht, aber vielleicht gefallen. Ja, wenn ich gleich angeschossen werde, weiß ich wenigstens, dass ich gesehen werde. Das hat auch einen kleinen Vorteil.